Und willkommen zurück zur Folge Nummer 16, Gears 5. So, wir müssten jetzt eigentlich hier in der Kosmonauten-Trainingsanlage soweit alles abgeschlossen haben. Ich denke mal, dass wir jetzt noch auf einiges an Widerstand treffen werden, auf dem Rückweg. Weil es hieß ja, wir sollen jetzt zum Skiff zurück und den Sender zurückbringen. Und das werden wir doch jetzt probieren. Wenn es euch denn gefällt, Leute, lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen und Support ist natürlich kein Mord. Also, immer schön den Daumen nach oben drücken. Würde mich sehr, sehr freuen. Gut, Leute, jetzt aber genug gesammelt. Ich mache das Bildmachgerät an und wir starten in die Folge Nummer 16. Los, wir müssen hier raus. Schauen wir mal. Okay. Ah, warte, wir schauen erstmal hier rein. Wozu sind hier immer noch ein paar... Ja? Wollte es gerade sagen. Ist hier noch gut was versteckt, was wir mitnehmen können? Umso mehr können wir natürlich unseren Jack aufrüsten. Ist auch noch was. Genau, muss es gewesen sein. Dann machen wir die Tür auf hier. Und schauen wir weiter. Hilf mir mal damit. Okay, dann gehen wir hier raus. Okay, los geht's. JD, alles klar? Ja, geh einfach voraus. Also der Sturm wird nicht besser, eher schlimmer. Nicht schade, wir gehen wieder rein. Okay, Desert, der Ausgang ist auf der anderen Seite. Warmen sich, Leute! Geh hinter diese Sanduhr-Dinger! Das nennt man Pulverieren. Ihr müsst die Geschütze ausschalten. Was für die Gär? Ach du Scheiße. Schauen wir mal, ob wir es übernehmen können. Schnapp sie dir! Okay. Wir gehen weiter, Leute, komm. Geht immer von der Seite irgendwie ran. Oh. Wollte ich jetzt natürlich nicht.
Ach nee, das wollte ich nicht. Wo ist denn hier jemand? Hier ist doch noch irgendwo einer, oder? Alles sauber! Los jetzt! Rein da! Okay, verlassen Sie die Trainingsanlage. Oh, Scheiße! Die Tür ist zugeschweißt! Jack, schneid die Tür auf und zwar schnell! Überraschung! Noch mehr vom Schwarm! Dann halten wir sie auf! Mist, hier sind Silence! Und sie haben Bastionen! Nicht mehr lang! Schalten wir sie aus! Mach doch, geh ran da! Und noch eins. Nein, was machen die denn? Sie sind zu dritt und kriegen die nicht down, oder was? Der Papa wieder ran. Wissen ja jetzt. Da wieder hin. Hab dich. Sie sind tot. Die Tür ist offen. Schwing dir unsere Ärsche rein. Wir müssen in der Munition gucken, Lüdi. Okay, weiter geht's. Okay, das Schiff ist nicht mehr weit. Ja, das sagst du so einfach. Wie geht's dem Peilsender? Unbeschädigt. Das ist das Wichtige. Du musst wirklich gut drauf aufpassen. Ja, ja, schon klar. Schicksal der Welt. Kein Druck. Hört ihr? Der Sturm lässt nach. Ich glaube, dass sie gleich irgendwas passiert. Los jetzt. Wir sollten zum Schiff. Irgendwas passiert jetzt hier gleich. Fast, Dell. Einer von euch muss kurz helfen. What? Abgeschlossen. Gehen wir zurück zum Skiff. Sehr schön. Bringen Sie den Peilsender zu Bird.
Weißt du was, Kate? Du bist ziemlich gut in dem ganzen Führungskram. Ich versuche gar nicht, in irgendwas gut zu sein. Ja, und deshalb bist du gut darin. Wenn wir den Corporal genug gebauchpinselt haben, sollten wir entscheiden, ob wir zum Flugplatz zurückkehren oder nicht. Fass hat recht. Oh Mann, das zu sagen tut mir echt weh. Zum Glück passiert das nicht so oft. Etwas verstehe ich nicht. Das war ursprünglich nicht immer OOR-Gebiet. Warum haben Sie Ihren Hammer der Morgenröte so nah an der Grenze zur Chor gebaut? Okay, das ist auch das GIF. Ascari-Technologie, mein Freund. Dafür sind wir bekannt. Wir erfanden den Transistor, den Mikrochip. Hallo. Und während wir die Welt zivilisierter machten, erfanden die werten Nachbarn natürlich Panzer, Gewehre, Raketen. Schätze mal, die UOR marschierte ein, fand nette Anlagen und sagte, oh, hallo, das gehört uns, verpisst euch und tschüss. Ich meine, wo ist der hinterhältigste Ort, um deine Superwaffe zu bauen, hm? Gleich an der Grenze zum Feind. Brillant. Okay, jetzt schauen wir mal, dass wir diesmal richtig fahren. Scheint erst nochmal nicht, dass hier nochmal irgendwo was gibt. Hier ist jetzt alles abgeschlossen. Hier werden auch hier wäre noch ein Fragezeichen. Stadtruinen. Zu befördern. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, sie wirken recht zäh, aber die Wüste ist gnadenlos. Können wir eigentlich schon mal hinschauen? Berg vertraut Paddock, wir vertrauen Berg. Gemäß Äquivalenzrelation vertrauen wir also Paddocks Nummer. Was? Bücherfass. Sie stecken voller wertvoller Erkenntnisse und Ideen. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wie wär's damit? Wir vertrauen Paddock und seinen Nomaden, bis etwas dagegen spricht. Und bisher alles okay? Von mir aus? Komm, wir machen die Stadtruine jetzt noch. Wir kommen wieder an den Trucks vorbei. Wir sollten vielleicht kurz nachsehen. Schauen wir schon rein. Okay, mal sehen, was mit diesen Lastern los ist. Ich raff's nicht. Wo zum Teufel sind alle? Okay, was ist jetzt los? Xbox? Okay, ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen, Leute. Ich starte es mal schnell neu. Ärgerlich. Ja, will ich sowas trinken? Aber nicht, dass mein Safe-Game jetzt irgendwie geschrottet ist. Da muss ich leicht ausflippen. Oh, ernsthaft. Los, Delta. Gehen wir zurück zum Skiff.
Ich werde es aber nur noch einmal probieren, Leute, weil wenn es jetzt sich wieder aufhängt, dann mache ich das nicht nochmal. Ja, und deshalb bist du gut darin. Wenn wir den Corporal genug gebauchpinselt haben, sollten wir entscheiden, ob wir zum Flugplatz zurückkehren oder nicht. Fass hat recht. Oh Mann, das zu sagen tut mir echt weh. Zum Glück passiert das nicht so oft. Etwas verstehe ich nicht. Das war ursprünglich nicht immer UOR-Gebiet. Warum haben sie ihren Hammer der Morgenröte so nah an der Grenze zur Core gebaut? Vascari-Technologie, mein Freund. Dafür sind wir bekannt. Wir erfanden den Transistor, den Mikrochip. Und während wir die Welt zivilisierter machten, erfanden die werten Nachbarn natürlich Panzer, Gewehre und Raketen. Schätze mal, die UOR marschierte ein, fand nette Anlagen und sagte, oh, hallo, das gehört uns, verpisst euch und tschüss. Ich meine, wo ist der hinterhältigste Ort, um deine Superwaffe zu bauen, ha? Gleich an der Grenze zum Feind. Brillant. Sind Paddocks-Nomaden in der Lage, die übrigen Sender zurückzubefördern? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, sie werden jetzt da gleich mal ein bisschen langsamer reingehen. Los, für jeden. Aber es kann ja auch nicht sein, dass das Ding da aufhängt. Vertrauen wir also Paddocks-Nomaden. Die Was? Bücher, Fars. Sie stecken voller wertvoller Erkenntnisse und Ideen. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wie wär's damit? Wir vertrauen Paddock und seinen Nomaden, bis etwas dagegen spricht. Und bisher alles okay. Von mir aus? Okay, jetzt bin ich schon wieder da. Wir kommen wieder an den Trucks vorbei. Wir sollten vielleicht kurz nachsehen. Ja, aber rein theoretisch ist doch der Eingang hier. Okay, mal sehen, was mit diesen Lastern los ist. Ich raff's nicht. Wo zum Teufel sind alle? Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Jetzt war mir aber klar, dass es hier nicht lang geht. Okay. Dann gehen wir rein. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht nochmal aufhängt. Nicht gut. Kontrollpunkt, okay. Die nun, Eki. Opones le Karnier. Es nüßt doch nun. In Durma Botoki. Was für Ding? Okay, ich nehme an, die stecken in Schwierigkeiten. Los, Delta, gehen wir da rein. Okay, er scheint zu gehen jetzt. Wunze, Chamaxa. Scheiße. Da sind ja Kapseln. Das ist doch mal der stärksten Konsole der Welt. Brandgranate will ich nicht. Sekundärmission Plünderer. Was zur Hölle ist hier los? Warum greifen die nicht an? Na los, wir müssen rein. Statuen, öffne das Tor zu den Stadtruinen. Jack. Mach die Tür auf. Du weißt, dass das eine. Wie ruckelt das? Ich weiß auch nicht, was ist denn hier los? Natürlich. Jäger! Okay, mal sehen, was ihr könnt. So müssen sie die Nomaden erwischt haben. Anlocken, dann ausschalten! Auf der Jagd! Schnapp sie dir! Was? Danke. Ja, nicht. Menschlicher Geruch.
und mich. Ey, verbiss doch mal! Nebel dringt ein! Ey, ist das nervig? Sie gar nicht! Bitch! Nein, was ist denn da? Was zur Hölle ist hier los? Warum greifen die nicht an? Na los, wir müssen rein. Okay, wir sind aber eigentlich voll. Jack, mach die Tür auf. Du weißt, dass das eine Falle ist, ha? Huh? Oh ja, natürlich ist es. Kommen Sie, Jäger! Okay, mal sehen, was ihr könnt. So müssen Sie die Nomaden erwischt haben. Anlocken, dann aufschalten! Jack, schnapp sie dir! Okay, wo ist der andere? Oben. Alter! Ich bin sofort da! Du wirst leiden! Werde dich leiden! Mir geht's nicht allzu gut! Zieh uns! Granate raus!
sie dir. Es wird sterben. Verrecke. Endlich auf das Ding. Oh, Scheiße. Ob sonst noch wer ein Nickerchen? Später. Wir gehen jetzt rein und schauen uns dort um. Alter Schwede. Sieht aus wie die Zentrale der Nomaden. Gut, dass wir ihnen geholfen haben. Sollte okay sein, wenn wir uns ein paar Vorräte leihen. Ist der blöde Bogen? Snoop. Snoop. Okay, gehen wir mal hier durch. Sind die alle rumgerannt? Paddock, wir verlassen eine Ruinenstadt. Deine Leute hat's hier hart erwischt. Ach, einer meiner Plünderer-Trupps. Zwei weitere Fälle noch. Falls wir ihnen begegnen, helfen wir. Ich würde das sehr zu schätzen wissen. Ja, ist der Ort jetzt abgeschlossen oder nicht? Stadtruinen. Das ist doch gar nicht abgeschlossen, der Ort, oder? Hinten war doch auch noch ein Weg. Mhm. Hier ist nichts, oder? Ne, hier ist nichts. Ach, komisch. Jetzt sind die wieder hier. Hier ist doch aber nichts mehr. Aber abgeschlossen ist der Ding auch nicht. Der Ort hier. Komisch. Können wir mit denen hier nochmal reden? Eventuell? Okay, der wird schon passen. Okay, schauen wir nochmal die Karte. Stadtruinen. Okay, Prison Bird.
Machen wir das doch. Alter, für Scheiß. Okay, so, jetzt hoffe ich, dass die blöde Tür jetzt mal aufgeht. Was ist denn? Warum geht denn das nicht auf? Ich verstehe das nicht. Hilm denn? Okay, was haben wir hier Schönes? Bringen wir das Ding zu Baird. Geh voran. Den nehmen wir uns mal mit hier. Ne, ist schon wieder komisch, warum es hier schon wieder so viele Waffen gibt. Paddock, wo ist Baird? Hinten. Er hat mir die neue Modifikation erklärt, die er für euren Bordfreund gebaut hat. Okay. Es war so öde, dass ich mal raus musste. Wahrscheinlich sollten wir diesen Sender schnell abliefern. Hm. Und du glaubst nun, das wird die Welt retten? Baird, wir sind mit dem Sender hier. Ausgezeichnet, wir sehen uns dann. Moment, wenn Baird mit dem Sender nach New Ephira will, wie kommen wir dann zu? Wenn es hier einen Raven gibt, könnte ich uns nach Hause fliegen. Oh nein. Bist du nicht im Training gecrashed? Leg den Zielfallsender ab. Ich kümmere mich gleich darum. Gerne. Irgendwie stimmt dir was nicht. Hey Bird. Zeit zu reden? Also, hör mal. Du hast eine Rakete zu starten und ich muss zurück nach New Ephira. Ja, stimmt. Natürlich. JD, alles gut. Ich arbeite mich durch. Wir sprechen später. Ich weiß das zu schätzen. Danke. Paddock sagt, du hast an was gearbeitet? Genau, ein neuer, verbesserter Schildprototyp für Jack. Los, installier ihn. Ja, Barriere. Ah, okay. Ein Schild, der feindliches Feuer abhält, aber unsere Schüsse durchlässt. Gar nicht schlecht. Das werden wir natürlich gleich mal. Upgraden. Installiert. Dann erzähl mal. Er ist ziemlich interessant. Erst baut er ein ionisiertes Vektorfeld auf. Bert, keine Vorträge, komm hier raus! Schwurbeln, Mann, Marsch! Alter! Version der Stoffkugeln, jetzt raus und benutze es! Delta, komm schon!
Keine Mumpel mehr, Mensch! Wohin? Auf die Piste? Sie haben uns eingeholt! Säubert die Piste, sonst kommt Berg nirgendwo hin! Los, Delta, lass nicht nach! Kein schlechtes Ding. Okay. Jetzt kann der den Sender verbinden. Hallo. Alter, ich will den Krieg, Vogel.
Komplett. So wird's klappen. Okay, ich würde dann aber sagen, bevor wir in den Skiff reingehen, machen wir jetzt an der Stelle eine Pause und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.